Hallo, herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute möchte ich mit euch einen Regenbogen machen und euch zeigen, wie Seifenblasen gehen. Ich habe ein Bild vorbereitet. Schaut mal, dieses Bild machen wir heute. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr experimentiert ein bisschen mit und sehen wir mal weiter. So, dann wollen wir mal starten. Zuallererst halt mit dem Regenbogen. Dafür wähle ich ein paar Farben. Ich nehme einmal das Rosa, dann ein Rot, das ist ganz schön, dann ein Orange, Gelb, ein Grün, ein Türkis, ein Blau und zu guter Letzt ein Lila. So, dann habe ich die Farben. Ich werde einen schönen großen Regenbogen machen. Wie ihr seht, habe ich blaues Papier genommen, damit ich den Hintergrund erst gar nicht farbig komplett sonst machen muss. Auf dem weißen geht das natürlich nicht ganz so gut, weil der Hintergrund vom Regenbogen meistens dunkel ist. Und dafür habe ich einen normalen Fotokarton genommen. Beim Verwischen, normalerweise fängt man mit der hellsten Farbe an. Ich fange aber in dem untersten Kreis an. Und zwar starte ich deshalb im Ganzen unten, da die Farben sich ja miteinander verbinden sollen. Wenn ich jetzt neu starte, habt ihr vielleicht gesehen, habe ich einen neuen Finger genommen. So, Finger einmal reinigen und die Farbe einmal abklopfen. Jetzt habe ich ein normales Blatt Papier, was ich ein bisschen kreuz und quer reiße. Ich decke den oberen Bereich ab und male mit Schwarz einfach an der Kante entlang.
und wisch auch direkt. Und leg das wieder an. Und wiederhol den Vorgang. Jetzt male ich den unteren Bereich schwarz. Wir können natürlich auch, ich werde einfach mal noch ein bisschen grün mit reinarbeiten, vielleicht auch ein bisschen braun, mal schauen. Dass das nicht zu krass dunkel wird. Hier habe ich ein kleines bisschen drüber gemalt. Da setze ich einfach nochmal die Schablone an. Hier vorne setze ich auch nochmal die Schablone an, weil mir der Regenbogen nicht weit genug in die Erde reingeht. So, einmal die Finger säubern. Jetzt mit dem sauberen Stück deckt ihr so ein bisschen unten ab, damit ihr nicht da mit dem Arm reinlegt. Und jetzt setze ich einfach einen Baum. Da wo der Regenbogen ist, geht das halt nicht ganz so gut mit dem Stift. Deswegen arbeite ich hier mit der Kreide. Die Kreide deckt natürlich noch besser ab als der Stift. Jetzt gehe ich mit dem Wischer einmal entlang. Wer keinen Wischer hat, kann selbstverständlich auch mit einem, zum Beispiel mit einem Radiergummi, ganz vorsichtig mit einem Gummiradiergummi entlang gehen oder mit einem Papierwischer oder mit einem Ohrenstäbchen.
Es gibt zum Beispiel auch Silikonkochlöffel. Auch die kann man dafür benutzen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt möchte ich noch ein paar Gräser haben, die ich im Vordergrund setze. Macht die nicht so komplett gerade. Spielt ein bisschen, dass ihr die auch in alle Richtungen wachsen lasst. Hier komme ich wieder zum Regenbogen. Da setze ich mit der Kreide, aber ganz vorsichtig, weil die natürlich wesentlich intensiver ist. Wenn man zu viel drückt, wird die zu dick. Und auch da mit dem Wischer einmal nachwischen. Jetzt die Farbe einmal abklopfen und bevor wir die Seifenblasen machen, sprühe ich das Bild einmal ein. Erschreckt euch nicht, es wälzt sich erstmal, aber wir warten einen Moment und dann legt sich das wieder. So, das Haarspray, ich habe das mit Haarspray eingesprüht, das ist inzwischen trocken. Jetzt habe ich mir ein paar Kreise ausgeschnitten. Entweder ihr findet immer irgendwie was Rundes, wenn wer kein Kreisschneider hat, irgendwie was Rundes in der Küche oder irgendwo. Oder ihr nehmt Geldstücke. Das kann man wählen, wie man möchte. Ihr setzt außerhalb des Kreises auf dem weißen Papier, setzt ihr die Kreide in Weiß auf und wischt ganz vorsichtig rundherum. Sauberen Finger in der Mitte noch mal ein bisschen freier machen. Jetzt nimmt man dann direkt den nächsten, wieder außerhalb. Vorsichtig reinwischen. Dass wirklich nur die äußerste Kante mit Farbe belegt ist. Ich ziehe das jetzt mal ab. Einmal abklopfen. So, da seht ihr, dass nur der Außenrand soll ja die Farbe, das Weiß bekommen. Wer jetzt möchte, kann sich mit einem weißen Kreidestift auch noch mal ein bisschen nachmalen, wem das nicht intensiv genug ist.
Aber mir reicht das eigentlich so, aber ich will euch das auch zeigen, dass ihr auch damit die noch ein bisschen verstärken könnt. So, jetzt sucht ihr euch eine Lichtquelle. Natürlich bietet sich das an von oben zum Beispiel. Und da setzt ihr den hellsten Punkt rein. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mit den Farben spielen, dass ihr also auch die anderen Farben noch ein kleines bisschen reinsetzt. Das bietet sich ja gerade an mit dem Regenbogen. Eine Seifenblase ist nie so wie die andere. Aber viel, viel mehr bunt möchte ich die nicht haben. Ich liebe eigentlich die ganz weißen. Wenn ihr natürlich jetzt mit den Farben angefangen habt, dass ihr Farben reinsetzt, müsst ihr natürlich dann auch dabei bleiben und die anderen Seifenblasen halt auch mit den unterschiedlichen Farben setzen. So, ich denke mal, das reicht. Ja, das reicht mir. Jetzt unterschreibe ich noch. Ihr seht jetzt, ich habe das Bild nicht komplett gemalt. Ich habe den unteren Bereich so gelassen, weil ich eigentlich ein kleineres Bild haben wollte und mir jetzt ein Passepartout dementsprechend schneiden möchte, damit halt der Baum drauf ist, ein Teil des Regenbogens und die Seifenblasen. So könnt ihr euch eure Größe selber erstellen. Es ist jetzt noch ein bisschen wellig, aber das hängt damit zusammen, dass ich halt kein Papier genommen habe, was eigentlich geeignet ist für die Pastellmalerei, sondern einen dünnen Fotokarton.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Euer Kunstengel.